Berufskompass Chemie 2017. Azubis und junge Berufsanfänger der Chemieberufe im Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten, die sich im Job fortbilden wollen. Der Berufskompass Chemie bietet viele konkrete Informationen. Highlight sind die vier Kandidaten, die von ihren persönlichen Erfahrungen berichten. Alle vier haben einen Ausbildungsberuf gelernt als Chemikant, Biologielaborant und Industriekaufmann und haben sich danach noch weitergebildet. Ich mache jetzt ein Fernstudium zum Diplomkaufmann. Das ist von der FH in Wismar und gibt es verschiedene Standorte deutschlandweit. Ich bin jetzt am Standort in Frankfurt. Zwei Leute von mir haben nach dem gleichen System ihren Master gemacht und dem habe ich mich angepasst. Aber für mich war das natürlich auch attraktiv. Ich meine, ich konnte weiterhin Berufserfahrung sammeln und ich habe nebenher Geld verdient. Ja, im Vergleich zu normalen Studenten macht ihr eher viel weniger. Das würde ich jetzt nicht unbedingt bestätigen, weil man viel zu Hause machen muss. Das ist wahrscheinlich noch wichtiger sind die Connections, die man macht. Man lernt so viele neue Leute kennen. Je nachdem, wo man dann seine Weiterbildung macht, sind es dann auch andere Betriebe, die man kennenlernt. Fernuni, berufsbegleitender Bachelor oder sogar Master. Die Optionen für ein Studium sind vielfältig. Daneben gibt es natürlich auch die Möglichkeit, seinen Meister zu machen. Dies lohnt sich mittlerweile fast genauso wie ein Studium, berichtet Dr. Michael Ciprovius vom Institut der Deutschen Wirtschaft und belegt dies in seinem Vortrag Berufsbilder der Zukunft anhand von Fakten. Nach der Mittagspause gibt es eine kleine koordinative Aufwärmübung. Die Teilnehmer werden auf allen Ebenen gefordert und unterhalten. Bereits der Einstieg in den Tag ist eine kleine Überraschung. Poetry Slammer Philipp Herold spricht über das, was die Welt im Innersten zusammenhält und wann die Chemie am besten stimmt.